Willkommen zurück bei Pixel Junk Shooter Ultimate. Und wir sind auf dem Weg zu den tiefsten der Tiefen. Und es sieht förmlich nach Bosskampf wieder aus. Ja, definitiv. Ja, definitiv. Und schauen mal, wer auf uns hier wartet. Das wird bestimmt irgendwie so eine Session wieder mit Magnet sein, weil wir haben jetzt die Magnetmasse kennengelernt. Wir wissen. Oh, das sieht nice aus. Wissen, was auf uns zukommt. Ah, da kommen wir an unseren Kollegen in der Mitte dran. Okay. Nehmen wir doch direkt mit. Aber das wird nicht ewig halten, dann die Magnetmasse, so wie es ausschaut. Na, was los? Deswegen sollten wir uns beeilen, den Umkehranzug anzuziehen. Den brauchen wir wahrscheinlich auch gleich für den Bosskampf. Ja, das war so klar. Ja, so. Da, ja, Kollege, ich komm schon. Ja, super. Da unten geht's anscheinend auch noch weiter. Aber erst erledige ich hier die Kollegen. Aha. Was heißt da oben eigentlich 32 Mal und alles? Stehe ich gar nicht. Auf jeden Fall haben wir schon mal ein Schutzschild gefunden. Jetzt will ich aber trotzdem noch wissen, was hier unten ist. Ein Bonuslevel, sehr schön. Und noch ein Diamant. Den wir doch gleich mitnehmen. Aber ich weiß, dass ich in einem Level, in einer Folge war ein Level gewesen, da gab es 6 zu sammeln. Da habe ich gerade mal einen gesammelt. Vielleicht muss ich mal in der Pause mal irgendwann mal das Level nochmal spielen, um mal die Diamanten zu sammeln. Mal gucken. Okay, da unten kommen wir nicht lang. Wow. Das sieht ja schon mal. Ja, super. Wie soll ich denn jetzt da. Das ist doch eine Kettenreaktion. Wie soll ich denn da langkommen? Na super, ganz toll. So, jetzt aber. Was bringt mir das? Na toll. Ach so. Ich dachte, ich würde da jetzt links rauskommen, aber rechts war ja auch noch. Das habe ich gar nicht gesehen. Okay. So, den nehmen wir auch noch mit. Das ist denn alles sehr merkwürdig hier. In den Minen. Aber wir wissen ja, dass hier eine Riesenkreatur oder beziehungsweise der Planet sich rächen will, meinte der eine Kollege zu uns. Wir wissen selber gar nicht, wo muss ich denn jetzt hin? Und wo komme ich hier hin? Nach da. Ja, das wissen wir. Okay, wo kommen wir da unten hin? Ah, nach da. Okay. Und dann kommen wir auch direkt schon raus. So. Das ist sehr schön. Das heißt für uns, wir können nach unten. Und zack. Ah, Moment. Stopp, stopp, halt, stopp. Den Diamanten nehme ich noch mit. Hö. Je mehr, desto besser. So. Zack. Hallo? Erschießt du ihn mal da? So, die Kollegen rette ich erstmal. Oh, das sieht ja wieder vielversprechend aus. Oh, das sieht sehr gut aus. Ah, bleib hier. So, geht's hier lang? Nein. Bevor ich jetzt da unten lang fliege, gehe ich erstmal hier gucken, was hier noch war. Weil hier unten links auch noch lang. Man kann sogar hier schießen. Da versteckt sich ein Diamant. Was ich schon so ungefähr dachte. Und da ist ein Teamkollege. Ein Passagier, den wir noch mitnehmen. Ich nenne die immer Passagier oder Teamkollegen. Das sind ja Insassen, oder? Oder so Bergarbeiter sind's ja. Naja, egal. Okay, ein bisschen schnall ich das System. Oh! Nein, ich schnall natürlich nicht das System. Jetzt wollte ich ganz großkotzig einfach mal sagen, ich schnall das System. Aber irgendwie schnall ich das. Scheiße.
ganz cool, weißt du, hier, ne, klar, natürlich, Reflex, kennt das System, verstehst du doch, weißt du, kennst du doch selber, hier, ne, weißt du doch. Mann, da wollte ich mal ganz cool sein. Das hört sich nicht gut an, das hört sich gar nicht gut an. Uah, aber ist nur Wasser, Gott sei Dank. Aber was ist die zweite Flüssigkeit, die kommen wird? Ist das auch wieder Wasser? Nein, Lava. Das ist natürlich nicht gut. Wow, 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 wow. What the fuck? Da ist ein Diamant, da ist ein Diamant, da ist ein Diamant. Ja, schön. Bringt mir auch jetzt herzlich viel, denn ich muss da drüben hin. Jungs und Mädels und alles und überhaupt und so, kommt her. Toll, jetzt geht da oben die Tür auf. Sehr schön. Hoffentlich kommt jetzt keine Lava oder sowas. Wow! Ich gucke jetzt da auch nicht großartig nach Diamanten. Das Level war mir nicht geheuer. So. Immer noch kein Boss-Level. Kommen wir durch. Was bedeutet das jetzt, dieses Zzzz? Hier, weißt du doch hier. Ne, dieses Zzzz. Aber das sind nicht wir. Ich dachte, wenn man da durchfliegt, passiert das. Da kommen wir noch nicht lang. Ach, da ändert sich wieder die Magnetmaterie. Ach, jetzt haben wir da oben das Dings geöffnet. Okay. Ja, super. Klasse. Hallo? 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 Hilfe? Ja, ich komme sofort. Lass mich nur eben meine Kollegen hier retten. Und hier sind sogar zwei Diamanten direkt am liegen. Cool. Haben wir schon mal 2 von 3? Der Antimagnetanzug, den können wir gut gebrauchen, bestimmt. Ja. So, wie kann man nämlich hier in den Teleporter rein? Kommen dann. Ach da, ich habe jetzt nach rechts geguckt. Ich dachte, wir kommen nach rechts raus. Okay. Wie kommen wir denn da drüben hin zu dem? Hä? Ja. Wo war denn noch ein anderer Teleporter? Ah hier, aber der funktioniert nicht. Warum? Weshalb? Wieso? Wie kann das sein? Ja. Oder muss ich den Schalter nochmal betätigen? Nee. Oder muss ich die. Oder. Ah, okay. Vielleicht muss ich die Flüssigkeit da oben reinfüllen. Dass sich das Gewicht da oben verlagert. Kann das sein? Kann das irgendwie dieses Rätsels Lösung sein da hinten, dass ich irgendwie die Flüssigkeit da hinten rüber lagern muss? Dass da, ich habe schon mal gelesen, dass die Tanks befüllt werden. Ja, das hatten wir ja schon mal, ne? Wenn ich jetzt mal wüsste, wie. Achso, so vielleicht. Ja, das kann gut sein, so. Ja. Sehr schön. Da ist auch ein Magnet und ein Männchen und sogar der Ausgang. Und dann verschwinden wir doch direkt hier. So. Und ihr werdet es wahrscheinlich bemerkt haben, in der letzten Folge habe ich ganz schön lange gebraucht. Und auch, die Folge ist auch unheimlich lang. Ich habe auch, glaube ich, 2 Level gespielt. Ich glaube, werde ich diesmal auch machen. Uah. Ich glaube, es ist für euch auch ein bisschen angenehmer zu gucken. Sondern immer nur so 15 Minuten, nur ein Level, ist, glaube ich, auch ein bisschen träge. Aber ich denke mal, wenn man... Wer ist er denn? Wer ist er denn? Und worauf muss ich schießen? Hallo? Ruby-Roboter! Ruby-Roboter ist mein bester Freund! Ich weiß gar nicht, worauf ich schießen muss. Worauf muss ich denn schießen? Hallo, ist irgendwas rot am Leuchten hier? Auf was muss ich denn schießen? Bitteschön.
seine Rak... Auf was muss ich denn schießen? Hallo? Er kriegt irgendwie Leben abgezogen, aber wo? Ach da, an seine Arme! Ach da, irgendwo. Uah! Ja, anscheinend schon, oder? Nee, hä? Hä, wie? Weißt du? Ja, verstehst du doch hier, nee, hier, nee, irgendwie schnalle ich's nicht. Irgendwie bin ich da gerade zu dämlich für. Hä? Muss ich das verstehen? Ja, worauf muss ich denn schießen? Hallo? Ach, da unten. Auf seine Füße. Sagt das doch einer. Uah. Uah. Ach, sobald die leuchten, muss ich da drauf schießen. Verstehe ich das richtig? Ach nee, das, was leuchtet, muss ich schießen. Ach, jetzt schnalle ich das erstmal. Ja, Reflex, ja. Naja, Reflex braucht immer ein bisschen, bis er das schnallt. Ah, jetzt macht's auch Sinn. Jetzt mal. Jetzt macht's auch Sinn. Wow, was ist jetzt? Jetzt wird er sauer, glaube ich. Ich glaube, jetzt wird er ein bisschen stinkig. Wow. Was ist das? Aber da ist wieder die coole Gitarrenmusik. Oh, ich glaube, jetzt wird er wieder sauer, oder? Ja, jetzt wird er wieder stinkig. Jetzt wird er wieder stinkig. Jetzt kommen wieder seine... Uah, was ist jetzt? Wo muss ich jetzt drauf schießen? Ach, da hinten auf das, oder? Oh, 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 und ich habe kein Schutzschild. Hallo? Uah. Ach, jetzt fällt das in ihm zusammen. Ach so. Ach, jetzt schnalle ich es erstmal. Ah, okay. Ah, ja, jetzt. Ah, jetzt, ja. Ah, so, okay. Jetzt, ja, jetzt bewegt er das auch noch. Uah. Jetzt ist natürlich nicht einfach. Uah. Das zerstört ihn anscheinend nicht. Okay. Warum auch immer. Uah. Wir müssen das irgendwie, dass dem Auto das auf den Kopf fällt anscheinend, glaube ich. Wenn ich das richtig sehe. Uah. Ne, bringt gar nichts. Hä? Was müssen wir denn jetzt machen? Und jetzt? Hallo? 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 Uah! Uah! Uah. Uah. Warum fliegen die Raketen nicht dahin, wo ich sie haben will? Kann mir da mal einer sagen? Ja, irgendwie... Hä?
Vielleicht muss man aber auch die... Ah ne, die kann man ja gar nicht behalten. Hä? Irgendwie komme ich gerade nicht weiter, weil ich nicht genau weiß, was ich tun muss. Ich weiß, ich habe vorhin irgendwie den getroffen mit seiner eigenen Scheiße da. Mit der eigenen... Das war's. Das war's. Ja, dann müssen wir das Ganze nochmal machen. Ist ja nicht schwer, wir wissen jetzt, was wir machen müssen. Mal auf die leuchtenden Dinger schießen. Auf was müssen wir denn schießen? Hallo? Ja, natürlich. Jetzt müssen wir da drauf schießen. Mal wieder auf die Füße schießen. So, jetzt hat er schon mal wieder Fußpilz. Von uns. Wow! Oh, jetzt wird er wieder stinkig. Vorsicht. Aber die coole Gitarrenmusik. Ich muss das immer wieder erwähnen. Das ist einfach genial. Wow! Nein! Fuck! Das war natürlich ein Fehler meinerseits. Damit habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. So, dann geht's jetzt los. Der Minenroboter. Der ALF-UN50. Ja, komm! Also erstmal auf die Hunde schießen, okay? Uah. Und jetzt? Natürlich auf die Hände nochmal. Komm, dreh dich um. So. Jetzt auf die Schultern. Jetzt auf die Füße. Jetzt wird er wieder stinkig und kommt wieder direkt die Gitarrenmusik. Wow, ganz vergessen, da kommen ja dann die Riesenköpfe raus. Wir müssen den nochmal jetzt gleich erledigen irgendwie. Und dann müssen wir nachher nochmal drauf achten, wie wir das gemacht haben beim ersten Mal, dass sein Bein da sich öffnet. Überall diese fliehenden Dinger. Worauf jetzt schießen? Ach, da hinten, sein Fuß ist noch. Bleiben wir doch mal auf der Seite. Na komm, dein dämlicher Fuß da. So. Jetzt wieder stinkig. Ja, jetzt müssen wir nochmal auf den Kopf schießen. Und somit machen wir das noch glatt. So, und jetzt. So,
So, damit ich sauer wird er jetzt. Jetzt müssen wir darauf achten, was wir gemacht haben. Wir haben auf die Hände geschossen. Und dann hat er das Ganze verloren. Und dann ist ihm das übers Bein gelaufen irgendwie. Aber ab wann? Da. Okay, man muss warten, bis er es in der Hand hält irgendwie. Wenn ich das richtig gesehen habe jetzt. Ja, aber das bringt ja nichts. Er hat ja noch auf der anderen Seite ja auch noch eine Hand. What the fuck? Ich muss mir erstmal so ein bisschen abkühlen. Da läuft jetzt wieder über der Hand. So wunderbar. Sehr schön. Nein. Okay, wir müssen, bis wenn er über der Hand hat, müssen wir ihn über die Hand laufen lassen. Eigentlich ist er nicht so schwer, der Gegner. Nee, über die Flosse muss es laufen. Ja. Okay. Schau mal, vorhin ist es auch automatisch irgendwie drüber gelaufen, wie wir hier die Seite erledigt hatten. Nein! Das war's. Doch nicht. Ne. Ey, dass es genau über die Hand laufen muss, ist ein bisschen nämlich. Es ist doch irgendwie, ne? Bitte nicht runter, nicht runter. Nein. Ja, genau so. Jawohl, er hat schon mal einen Bohrer verloren. Gefährlich für uns. So, einmal noch. Dann haben wir's. Aber er wird wahrscheinlich nicht sehr erfreut darüber sein, wenn wir es nochmal machen. Nee, das war's nicht. Aber dass es genau über die Hand laufen muss, ist schon merkwürdig. Na, findet ihr nicht? Also, meiner Meinung nach, ja. Das kann auch ganz schön ins Auge gehen, muss ich ja mal sagen. Ja. Deine Gasminen. Sehr schön. Wer hätte das gedacht? Erst drüben die Hand zerstören. Am besten. Naja, das war's nicht. Mann. Jetzt die letzten paar Meter will er sich aber nochmal anstrengen hier. Nicht zu sterben. Aber so eine entspannte Musik dabei. So ein Bosskampf hat die auch noch nie gehabt. Entschuldigt, dass ich immer wieder auf die Musik eingehe, aber die gefällt mir richtig gut. Jetzt.
Ja. Ah, nein. Ach, das, jetzt verstehe ich es auch. Das ist das Gewicht, das muss runtergehen. Ja, jetzt schnalle ich es auch. Weil in seine Hände ist ja das Gewicht dann von der Masse. Ja, das bringt uns ja nichts. Doch, ja. Yeah. Das war's. Yes. Wir haben ihn. Hilfe? Oh, ein Männchen. Hat der gegen uns gekämpft? Sollen wir ihn einsammeln? Sollen wir nicht einsammeln? Okay, wir nehmen ihn auf. Sava! Danke, dass du mich gerettet hast. Die Maschine hat verrückt gespielt und ich war drin eingeschlossen. Ich habe genug von hier. Nichts wie weg von diesem Felsen. Auf und davon! Nichts ist vorbei. Diese Trophäe habe ich gerade bekommen. Highscore und Punktezahl. Bonuspunkte habe ich keine bekommen. Naja. Die tiefsten Dieven. Rang 806 abgeschlossen. Hui. Im Online-Rang geht ja auch. So. Yeah. Schauen wir mal. Und nun? Jetzt hat er wieder seine Bohrer, okay. Was ist das? Was ist das? Ah, hier, weißt du doch. Die Minenarbeiter, die ihr Zuhause und ihre Familie zurückgelassen haben. Die Investoren, die noch größeren Reichtum erlangen wollten. Und die Wissenschaftler, die auf ihre Suche nach der Wahrheit waren. Auf Apox Prime, einer Minenkolonie in einer abgelegenen Gegend im Weltraum, verlief alles gut, bis ein Desaster tief in den Innern des Kurzpaläen einschlug. Du hast ein Notsignal abgerufen, die auf die Suche nach den Überlebenden begeben. Nur ein Schiff, das alle Wirring trotzen musste, das Schicksal von vielen lag in deinen Händen, aber im tiefsten Inneren des Planeten ist etwas fürchterlich schiefgelaufen. Die Menschlichen habt ihr der Wüste Profit nach dem Schiff der Mine, alles wurde vom Schuld einer schrecklichen Kreatur verschlungen und sogar noch tiefer ins unbekannte Feuer Tiefen gerissen. Es ist immer noch diese Mission, die irgendwie überwinden. So schnell kann ich gar nicht lesen, die Blade zurückzukehren. Oder werden die Mühe umsonst sein, um das Schicksal der Welt zu verschwinden? Was ist das? Okay. Episode 4. Der Innenraum. Ja, aber ich würde sagen, der Innenraum, den schauen wir uns in der nächsten Folge an. Das wird lustig. Also, macht's gut. Bis dann. Ciao.